Hallo ihr Lieben. Ja, heute ist der 10. Dezember. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ach, es ist schon der zweite Advent. Eine Woche ist es her, dass ich Geburtstag hatte und ich kann es echt kaum glauben, dass es schon wieder eine Woche rum ist. Heute schneit es bei uns übrigens genauso dolle wie letzten Sonntag. Ich finde es richtig, richtig klasse. Es liegen schon bestimmt 5 Zentimeter Schnee ungefähr und es ist so schön. Wir waren jetzt Mittagessen. Ich bin heute etwas später dran, weil wir heute zum Mittagessen sozusagen zum Weihnachtsessen eingeladen waren. Oh, es war so lecker. Es gab Gans mit Klößen und Rotkohl und njam, njam, njam. Ja, war echt gut und deswegen bin ich jetzt ein bisschen später dran heute. Aber ja, und ich finde es richtig toll. Es war zwar ein bisschen schwierig, mit dem Auto durch den hohen Schnee zu kommen, weil es ist halt Sonntag, es ist nicht wirklich geräumt. Es fahren sehr wenige Autos natürlich und die Straßen sind jetzt nicht so sonderlich frei, aber es ging. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich wieder zu Hause bin. Und werde jetzt mit euch hier mal das auspacken. Die anderen zwei habe ich ja schon wieder ausgepackt. Und Käffchen habe ich mir auch schon gemacht, weil... Joa, achso, das geht hier auf. Ja, jetzt so nach dem Essen kann man auch mal einen Kaffee gebrauchen. Und ich freue mich schon ein bisschen nachher auf der Couch ein bisschen rumzuliegen und nichts zu tun. Ich wollte gerne noch die Tage irgendwann vor Weihnachten Kevin gucken. Könnt ihr mir ja mal berichten, ob ihr auch gerne irgendwelche Weihnachtsfilme guckt vor Weihnachten. Oh, was selbst gemacht. Das ist ja witzig. Ich hatte auch was Selbstgemachtes heute eingepackt. Boah, ist der cool. Ach, das ist ein Doppelter. Ist ja mega. Guckt mal, wie schön der ist. Der kommt auch an meinen Baum. Voll schön. Mit diesen Glitzersternchen drin. Und das ist halt auch mal cool, das so außen drauf zu kleben, dass das so 3D ist. Voll cool. Dankeschön, meine Liebe. Das ist ja echt süß. Mit so einer Schlaufe einfach. Du kommst auch auf Ideen. Richtig cool. Ja, vielen Dank. Dann packe ich erstmal wieder hier ein. Ja, wir gucken, also ich zumindest, gucke jedes Jahr Kevin allein zu Hause. Ich habe auch mittlerweile Kevin allein in New York auf meiner Festplatte. Und ich mal gucken, ob ich beide schaffe noch vor Weihnachten. Aber ich hätte da schon arg Bock drauf. Vor allem bei dem Schnee. Und das passt halt so gut einfach in den Advent. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Genießt den Tag. Und ich werde später noch, also Schnee habe ich schon gepostet bei Insta. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Und wenn ich dran denke, poste ich euch später noch ein Bild von meinem Adventskranz. Und ansonsten, ja, sehen wir uns morgen wieder hier, würde ich sagen. Dann macht's gut, schönen Sonntag noch euch allen und ja, bis dann. Tschüssi.